Hallo Leute, und weiter geht's mit Monster Hunter World. So, wir machen die Hauptquest weiter und müssen mit dem Anführer des Feldteams reden. Das werden wir doch jetzt gleich mal machen und dann schauen wir mal, was uns denn dort erwartet. Okay. Hey, willkommen zurück. Wir sind mit der Sicherung der Basis fast fertig. Wir müssen nur noch eine Sache erledigen. Ganz genau, dein alter Kumpel, der Anjanat. Bevor wir versuchen, den Zora Magdarus zu fangen, müssen wir diesen Anjanat erledigen. Habe ich das vorher gerade gemacht. Er darf uns nicht in die Quere kommen. Das ist ein starker Gegner. Sei auf der Hut. Ach ja, und der Koch hat noch gesagt, dass ihm Essen vor der Jagd ab sofort mir außergewöhnlich viel Pfotein ist. Was? Was immer das auch heißt. Ich weiß es auch nicht. Meinte, das würde dir bei der Jagd helfen. Wie dem auch sei, schau nachher mal in der Kantine vorbei, dann wirst du schon selbst sehen. So ein starkes Monster wie der Anjanat wird nicht einfach zu erlegen sein. Denk an alles, was du gelernt hast. Halte nicht zurück! Dieses Ziel hat oberste Priorität. Setz alles ein, was du zur Verfügung hast und hau dem Kerl ordentlich eins auf die Mütze. Okay, dann... Es wird Zeit, den Schutz der Basis abzuschließen. Dann werden wir den wohl nochmal erledigen müssen, Leute. Aber ist ja normalerweise kein Problem. Das haben wir ja schon erledigt einmal. So, gehen wir mal zu der Wildexpertin. Die müsste dort oben sein. Können wir vielleicht irgendwie unsere Ausrüstung noch verbessern? Das schauen wir noch mal, bevor wir dorthin gehen. Ja. Okay, au. Oh. Palico-Rüstung. Können wir hier was machen? Knochenset. Vier, zwei, seltene, eins. Das wäre schon besser eigentlich. Okay, wir schauen mal Ausrüstung schmieden, was können wir denn da machen? Waffen. Ich würde ja gerne mal Langschwert. Eisenkatana. Komm, wir kaufen es mal, weil es egal ist. Was kostet die Welt? Ja. So, jetzt probieren wir die mal zu verbessern. Und zwar... Da ist der Stab und da ist das Katana. Oder den Knochenschottel. Hätte jetzt 330. Was haben wir? 310, glaube ich.
Dann würde dann hier... Könnten wir das eigentlich mal machen? Und zwar mit Wasser. Komm, wir machen das mal. So, 396. Okay, hier können wir nichts machen. Das lassen wir jetzt einfach mal so. Können wir hier bei dem Knochenstab was machen, eventuell? Ne, hier können wir gar nichts machen. Was haben wir denn hier jetzt? 310. Okay, dann behalten wir jetzt mal. Ich hoffe mal, dass ich mit dem Katana klarkomme. Knochenpanzerung. Ausrüstung schmieden. Ach du Scheiße, das sieht ja aus. Kadachi. Schaut nicht schlecht aus. Aber das Knochenset finde ich bis jetzt eigentlich am geilsten. Okay, dann schauen wir aber noch, dass wir den Paliko noch ein bisschen verbessern. So, was können wir hier machen? Affinität. Komm, wir nehmen mal das hier. Jetzt schaut er ja cool aus. Mizi. Cool. Was können wir hier noch machen? Entwickeln. Wir haben jetzt momentan...
Pollengift. Pollenheilung. Ah, das ist ja da unten, okay. Okay, dann würde ich sagen, wir speichern bitte einmal. Ich hoffe mal, dass ich jetzt mit dem Schwert klarkomme. Okay, wir haben jetzt Angriff 406. Und haben das Element Wasser drauf. Sehr schön. Dann probieren wir mal das Katana aus und wir werden aber noch uns noch ein Essen genehmigen. Chefkoch. Oh, wir nehmen mal das hier. Nicht so cool gemacht. Miau. Sehr schön. So, okay. Dann gehen wir zu unserer Questgeberin. Also Partner, der letzte Schritt zur Sicherung der Abwehr von Asteria ist die Ausschaltung des Störenfrieds. Anyanat. Es ist zwar ein furchtbares Monster, aber du schaffst das. Ich meine, er sieht wie ein großer Bausch Zuckerwatte aus, mit scharfen Zähnen. Okay. Dann machen wir doch mal die Quest bekannt. Wollen wir doch mal probieren, ob wir da nicht zu viert spielen können? Komm, wir probieren es jetzt mal. Wo war denn der? Wenn wir jetzt hier... Ich glaube, der war eher in der Gegend da. Machen wir nordöstliches Lager. Quest annehmen. Gutschein nutzen. Benutzen bitte. Und dann schauen wir mal. Und ich weiß ja eben nicht, ob der jetzt auch stärker wird mit der Quest. Ich habe jetzt eigentlich... Ach so, das geht nicht mit mehreren, oder wie? Schick Gruppen wieder 1 von 1. Oder wenn es vielleicht eine Hauptquest ist, kann man dort nicht Multiplayer spielen?
Okay, es geht anscheinend nicht. Okay, machen wir es alleine. Ah, doch, Vorbereitung. Nach der Abreise. Okay, aufbrechen. Yep. Dann schauen wir mal, ob wir den knacken können. Nochmal. Ich glaube, der wird jetzt aber bestimmt etwas schwerer werden. Nutze alles, was du zur Verfügung hast. So läuft der Hase hier in der neuen Welt. Okay. So läuft der Hase. Dann schauen wir mal, wie er läuft. Wir nehmen auf jeden Fall... Schleiter verschossen. Das müsste reichen. So, wenn ich jetzt Signal abgib. Also haben wir schon irgendwie eine Spur oder so? Das Langschwert ist eine schneidende Nahkampfwaffe. Mit gesammeltem Mut und etwas Elan wird sie noch besser. Okay. Und dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwas reißen. Eieiei, dann haben wir mal runtergefallen. Der Lehmpilz. Schlagnuss. Okay, da haben wir schon die erste Spur. Die erste Spur haben wir schon. Oh mein Gott. Okay, ich glaube, wir sind jetzt nah dran, ne?
Zeig mir wieder die Richtung an. Ich hätte wahrscheinlich erstmal mit dem Schwert ein bisschen üben sollen. Ja, er sagt mir da hoch. Aber ich komme da nicht hoch. Ich komme hier nicht hoch. Wie soll ich denn nicht hochkommen? Ach du Scheiße, das ist ja der andere. Ich war jetzt komplett auf den anderen. Alter Schwede. Alter. Boah! Na, wie wird's mal? Alter, macht der einen Schaden.
Boah. Heieiei, der ist nicht leicht. Kann ich hier meine Ausrüstung ändern? Kannst du deine Waffen und Ausrüstung wechseln? Stelle sicher, dass du immer. Dann werde ich mal. Werde ich mal den hier nochmal nehmen. Und dann probieren wir es nochmal. So, wo geht's jetzt hier hin? Hier lang. Dann schauen wir nochmal mit dem hier. Aber ich habe hier jetzt kein Element drauf. Okay, da ist er. Jetzt probieren wir es nochmal mit dem. Was ist denn das jetzt hier? Komische Wespen hier, ey. Mann. Alter. Thank you.
So. Wir wetzen mal. Bräuchte ich irgendwie mal ein Kraut oder so? Ah, da haben wir schon eins. Okay. Sehr schön. Also ich muss sagen, mit der Waffe komme ich besser klar. Okay, ich habe mit anderen nur ganz kurz gespielt. War nicht schlecht. Nein, mach dir einen Schaden. Alter. Die blöde Wespe. Die war doch gerade noch hier. Irgendwie klappt es noch nicht mit dem Multiplayer, also bei mir steigt jedenfalls keiner ein.
aufpassen, wenn er seine Flügel draußen hat, dann wird er ein bisschen, dreht er ein bisschen durch. Okay. So, jemand ist beigetreten, glaube ich, oder? So, Ding ist voll, okay. Vitalitätswespen. Okay, machen wir eine auf. Alter. Es hat sich gefangen. Warte auf eine Fluchtchance. Die ergibt sich bestimmt. Ach, geh. Wie sieht denn mir ich da? Mein Gott. Der kann nicht mehr haben. Ja, super. So, jetzt müssen wir eigentlich gleich sehen.
Ach, fuck. Mein Gott, was ist denn das für ein Vieh? Ich habe jetzt keine Heilung mehr eigentlich. Ja, normal 5 Tränke bloß noch. Mei, was wollen die jetzt von mir?
heftig. Das ist bald, der Kampf bald rum, wenn ich jetzt nicht bald mal kille. Ist die Zeit bald vorbei. Also ich kann ja nicht mehr haben, das gibt's doch gar nicht. Den Schwanz haben wir runtergehauen. Oh nee. Boah, heftig. Da wäre 50 Minuten an dem Brand jetzt. Na, das ist hier oben lang. Ja, aber der ist fast down, der hat schon einen Totenkopf drüber. Der dürfte eigentlich nicht mehr viel haben. So, Waffen sind scharf. Oh, wo ist denn der jetzt?
Komm, Baby. Macht ihr den? Ich weiß, 5 Minuten noch. So ein anderer jetzt. Heftig. Oh, was ist denn jetzt? Mein Gott, ich dreh durch, wirklich. Ist doch ein Witz. Ich will schon gerne noch fertig looten. Boah, heftiger Kampf, hey. Minuten habe ich gebraucht für den. Ja, ich denke mal, wenn man von den Waffen her besser ist, geht es natürlich schneller.
Wir müssen uns auch mal die Schwächen anschauen. Verteidiger von Astera. Heftig. Heftig, heftig. Kommt her, Leute. Es gibt viel zu besprechen. Unsere Vorbereitungen sind abgeschlossen und ich möchte euch allen für die doppelten Mühen danken. Die Fünfte hat mich mit ihrer Jagd des Anjanath sehr beeindruckt, obwohl sie hier neu ist. Das bedeutet ein Unheil weniger, das zwischen uns und dem Fangen des Zora Magdaros steht. Wann wird der Zora die große Schlucht erreichen? Exakt bei Tagesanbruch. Gut. Gehen wir unser Vorhaben also noch ein letztes Mal durch. Unsere Jäger stoßen vor Ort zu uns. Sobald die Bestie auftaucht, beginnt der Einsatz. Wir haben zwei Barrieren auf dem Weg unseres Ziels errichtet. Eure Aufgabe ist es, es an der ersten Barriere aufzuhalten, mit Kanonen und Ballisten zu schwächen und dann mit einem Binder zu bändigen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass er durchbricht. In dem Fall starten wir die nächste Phase, in der wir direkt auf ihn aufsteigen. Während dieser Phase versuchen wir, ihn weiter zu schwächen, damit wir ihn an der zweiten Barriere bändigen können. Er schießt es so schwer wie nur möglich mit Kanonen und Ballisten. Die stehen dort aus einem guten Grund. Jawohl, Sir. Techniker, ihr überprüft die Ausrüstung noch einmal, bevor wir loslegen. Ja, Sir. Quartiermeister, erstellt ein Inventar unserer Vorräte. Forscher, geht mit eurer Eskorte zur großen Schlucht, sobald ihr bereit seid. Wir können unsere Beute nicht zur Basis bringen. Nehmt daher alles Notwendige mit und forscht vor Ort. Keine Sorge, Kommandant. Alles wird vorbereitet sein. Haltet während des Einsatzes die Ohren offen. Ich werde Befehle geben, wie es die Situation erfordert. Möge der Saphirstern euren Weg erhellen. Wegtreten! Wow! Der große Augenblick ist endlich da! Ich bin so nervös! Du auch? So, Leute, ich würde sagen, jetzt machen wir wirklich einen Cut. Ist doch schon über eine Stunde. Wahnsinn! Hätte ich nicht gedacht, dass es so lange geht, die Folge. Aber es hat wieder richtig Spaß gemacht und in der nächsten Folge schauen wir uns natürlich dann die Aufgabe an, was uns dort dann droht. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet und wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich ein Like, Kommentar oder auch Abo da. So, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, euer Andi.